Hallihallo und guten Tag. Meine Lieben, kommen wir zur nächsten Box. Es wird eine Diamantbox. Diamantboxen gibt es in mehreren Variationen. Ich kenne diese hier, wo man den Deckel aufmacht und hier zwei Klappen hat. Dann gibt es noch eine, die ich gesehen habe, schon öfter gesehen habe, mit einem Deckel. Und ich habe schon mal eine gemacht, die ist etwas flacher und die Öffnung ist dann quasi in einem Dreieck. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Ich finde, es ist ein ganz schöner Klassiker und man kriegt einiges unter und hat einen ganz tollen Effekt. Ich zeige euch mal, wie es geht. Okay, ich habe mich für etwas festeres DSP entschieden. Hier habe ich weißen Farbkarton genommen und habe mir quasi mein eigenes Designpapier kreiert. Übrigens mit einem Celebration Set hatte ich das gemacht, Pfauengruß, weil ich die Ranke so schön fand. Habe noch eine Blüte mit der Gänseblümchenstanze oben drauf gemacht und fertig war da schon. Fehlt nur noch irgendein netter Spruch hier vorne drauf. Zu welchem Anlass auch immer man das nehmen möchte. Jetzt habe ich mir überlegt, ich mache kein DSP selbst, sondern ich halte mich kurz und nehme das Designpapier aus dem Tortentraum, aus der Reihe Tortentraum, weil das besonderes Designpapier ist. Das ist etwas dicker und es ist schon fertig embossed. Das ist also, das sieht ganz, ganz toll aus. Einmal so, die Rückseite habe ich für euch schon angezeichnet, weil das ist ein bisschen tricky. Man hat viele Linien zu ziehen und damit das etwas einfacher ist, habe ich euch das auf der Rückseite angezeichnet. Ich sage euch als erstes sage ich euch mal, sämtliche Maße findet ihr natürlich wie immer auf meiner Homepage, die da lautet www.die-papiertante-nf.de. Ich verlinke euch aber auch wie immer unten in der Infobox den direkten Link zu diesem Projekt, wo ihr euch die Maße dann in Inch und Zentimeter auch ausdrucken könnt. Also ihr startet, ob nun mit einem selbstgestalteten Farbkarton oder einfach schlichten Farbkarton. Ihr könnt natürlich hier auch DSP drauf machen, wenn ihr draufkleben, wenn ihr mögt. Ihr könnt mit DSP arbeiten, wie ihr wollt, was immer ihr nehmt. Es muss eine Größe haben von 11,5 x 7,78 Inch und dann wird gefalzt. Und damit ihr eine etwas bessere Übersicht habt, habe ich das mal vorbereitet und eingezeichnet. Insbesondere man sieht es auf dem Papier immer so schlecht und weil das hier doch ein bisschen tricky ist, habe ich gedacht, ich zeichne das mal. Also als erstes wird gefalzt auf der schmalen Seite, auf der 7,78 Seite bei 2,5, bei 4,5 Achtel und bei 7,1 Achtel, jeweils komplett durchgefalzt. Dann dreht ihr das, jetzt muss ich gucken, so. Dann dreht ihr das auf eine der langen Seiten und dreht das als erstes mal auf die Rückseite. Nein, Entschuldigung, falsch. Wir sind ja auf der Rückseite. Normalerweise würdet ihr die Falzlinien, oder das muss ich noch dazu sagen, die Falzlinien werden natürlich auf der Seite gezogen, die ihr außen haben wollt. Ich zeige euch nur die Rückseite, weil ich es hier eingezeichnet habe. Deswegen bin ich eben durcheinander gekommen. Also, Falzlinien immer auf der Seite, die nach außen zeigen soll. Bei der nächsten Falz dreht ihr das Blatt tatsächlich auf die Rückseite und macht eine Falz bei 1/4 Inch auf der Rückseite. Das ist nur dazu da, das wird sowieso abgeschnitten, das ist nur dazu da, um eine weitere Falz ziehen zu können. Deswegen ist dieser Strich diese Falz. Dann dreht ihr es wieder zurück auf die Seite, die nach außen soll und falzt hier weiter. Ich zeige euch aber jetzt ja die Rückseite. Ihr falzt dann weiter. Ich drehe das jetzt mal. Die nächste Falz wäre hier dann bei, mal eben kurz gucken, da, bei 2,75 Achtel. Und eine Besonderheit, hier ist eine Längsfalz, die ihr gezogen habt.
Alle Falzen hier unten, das ist übrigens unser Boden, alle Falzen hier unten gehen immer nur bis zur ersten Falz hoch, bis dahin. Das heißt, hier haben wir bei 1/4 eine Falz gezogen, die nächste ist bei 2 3/4, dann kommen 5 1/4, 7 3/4 und 10 1/4. Jeweils immer nur bis zur ersten Falz. Dann gehen wir auf die andere Seite, immer noch längs, und hier werden alle Falzen, die ich euch jetzt sage, bis zur zweiten Falzlinie gezogen. Wir haben hier oben ein schmales Stück, wo die Falz komplett durchgeht, und hier das breite Stückchen, wo die Falz komplett durchgeht. Ihr zieht eure Falzen von oben bis zur zweiten Falz, und zwar das erste bei 2,5, dann bei 5, bei 7,5 und bei 10. Das waren dann alle Falzen. Jetzt habe ich hier noch jede Menge eingezeichnet. Und zwar noch einmal hier unten, da wo diese kleine Mini-Falz an der Seite ist, das ist unser Boden. Hier oben, das hier ist unser Deckel, dieses Stückchen hier. Hier müssen wir jetzt einiges wegschneiden. Nämlich, wenn das unser Deckel ist, schneidet ihr als erstes mal das hier komplett weg. Diese Sachen schneiden wir gleich weg, das zeige ich euch nochmal. Was ihr auch schon komplett wegschneiden könnt, ist hier zum Anhaltspunkt, hier ist der Deckel, ist das Rechteck hier unten und dieser kleine Ministreifen, der kann auch weg. Und das hier, das schneiden wir gleich. Bevor ihr schneidet, noch eine zweite Sache, die gemacht werden muss an Falzarbeiten. Und zwar müssen diese Diagonalen gefalzt werden. Dazu nehme ich mir meine Silikonmatte als Unterlage, weil dadurch habe ich, durch die etwas weichere Unterlage, habe ich es etwas einfacher beim Falzen. Die lege ich mir drunter. Dann nehme ich mir ein Lineal und habe jetzt hier die Falzen vom Boden und ich habe hier die Falzen vom Deckel. Und ich setze hier an und ziehe eine Falz bis hier runter. Und zwar da, bevor ich das abschneide. Ich ziehe das mal ran. Hier seht ihr das, bis dahin muss ich die Falz ziehen. Und wenn ich das gemacht habe, ziehe ich immer von Falz zu Falz im Zickzack die Falzen weiter. Wenn ihr die Silikonmatte unterlegt, damit es etwas weicher ist, braucht ihr auch tatsächlich nur einmal hoch runter. Drückt nicht zu doll, sonst macht ihr euch das DSP kaputt. Bei diesem hier geht es einigermaßen, bei Farbkarton geht es auch. Wenn ihr dünnes DSP nehmt, zieht nur einmal eine Falz, weil das natürlich deutlich dünner ist und deutlich empfindlicher ist. So, wenn diese Falzen gezogen werden, dann wird geschnitten. Also, wir schnippeln mal ab. Wie ich gesagt habe, diesen ganz kleinen Streifen hier unten, den schnippeln wir mal als erstes ab. So, ich mache das mal in Schritten, dann ist das etwas einfacher. Der ist schon mal weg. Wo ich gerade hier bin, schneide ich auch diese überstehende Ecke hier weg. Das schneide ich einfach an der Falz hoch, weil ihr zeichnet euch das natürlich nicht ein, aber ihr könnt an den Falzen entlang schneiden. So, dann drehe ich mir das um. Das hier ist die Deckelseite. Hier ist mein Deckel. Ich schneide das hier ein bis zur ersten Falz und schneide dann an der Falz entlang komplett einmal alles weg. Ihr könnt natürlich auch, wenn es euch leichter fällt, einfach den Papierschneider nehmen und hier einmal entlang schneiden. Ich finde das immer nicht so ganz gut. Ich nehme gerne die Schere. Aber das bleibt ja jedem selbst überlassen. Okay, hier oben den Streifen einmal komplett weggeschnitten. Als nächstes schneide ich jetzt die Falzen hier ein. Und das gleiche mache ich beim Boden auch. Wo ich gerade an dieser Seite bin. Alle, das knickt mir weg. So, alle werden eingeschnitten. So. Ich glaube, ich habe was vergessen. Das macht keinen Sinn. Der hier muss natürlich auch noch weg.
Ich streiche den nochmal eben kurz durch. Hier war der Entschuldigung, das seht ihr nicht. Hier war der schmale Streifen. Hier habe ich das Dreieck rausgeschnitten. Und das Rechteck hier drüber muss auch weg. Ich habe vergessen, das auszukreuzen. Sowas. Vergessen wird nachgeholt. Das wird auch noch abgeschnitten. So. Das sind jetzt die Deckelklappen. Hier komme ich gleich zu. Ich drehe das um. Ich bin jetzt im Bodenbereich. Hier ist mein Deckel. Ich schneide jetzt als erstes mal die Ecke hier unten raus. Das Rechteck. Dann habe ich das schon mal weg. So. Und jetzt schneide ich alle Linien bis zur ersten Falz ein, weil das wären ja meine Bodenklappen. So, jetzt, das schmeiße ich mal eben weg hier. Jetzt falze ich das mal eben kurz einmal nach. So, ich drehe das mal. Deckel, Boden. Ich bleibe mal eben beim Boden. Und zwar, hier ist mein Deckel. Die zweite Lasche, die bildet die Außenklappe des Bodens. Und die bleibt bitte ganz. Die klappe ich mal eben hoch. Und die verbleibenden drei, die muss ich ein bisschen kürzen und auch schräg einschneiden, weil das sind quasi Klebelaschen. Das mache ich mal eben. Ich habe mir das markiert, damit ich überall die gleiche Länge habe, aber letzten Endes ist es noch relativ egal. Wenn die einigermaßen gleich lang sind, reicht das total. So. Und jetzt schneide ich, schräge ich die noch ein bisschen an. Das macht mir das Leben beim... Reim mich oder ich schlag mich? Ich schlag dich. Das macht mir das Leben beim Kleben einfacher. So, den und einen letzten, und den, so, haben wir. Das heißt, jetzt sollte das so aussehen. Abgeschnitten, abgeschnitten. Jetzt drehe ich das Ganze. Hier ist mein Deckel, das ist immer mein Anhaltspunkt. Mein Deckel klappe ich weg. Den zweiten daneben klappe ich auch weg. Und der hier muss weggeschnitten werden. Das heißt, der dritte. Das mache ich mal eben. Oh. Richtig anfassen hier. So. Okay. So. Dann sieht das jetzt so aus. Hier ist der Boden. Das ist mein Deckel. Diese beiden Klappen muss ich jetzt noch ein kleines bisschen kürzen. Auch das habe ich mir markiert, damit die gleich lang sind. Einmal den. Und auch die schräge ich ein kleines bisschen an. Allerdings nicht so stark wie hier unten, sondern wirklich nur ein ganz kleines bisschen. So einen ganz kleinen Schnipsel. Möglichst auf beiden Seiten ähnlich bis gleich. Ups. So. Und Schnibbelarbeiten fertig. So sieht das fertige Stückchen aus. Eine Sache müssen wir jetzt noch machen, und zwar die Diagonalen nachfalten. Das heißt, ich nehme mir das und klappe das tatsächlich jetzt eine nach dem anderen nach innen. Das mache ich auch immer so hier im Zickzack. Und zum Schluss bleibt eine kleine Ecke übrig. Ich zeige euch das nochmal.
das hier, ne, sind die ganzen Klappen. Und hier bleibt jetzt eine so eine Ecke übrig. Das ist meine Klebeecke. Eine Sache muss ich noch machen. Hier oben habe ich ja noch meine Einsteckklappe. Und die schräge ich auch ein kleines bisschen an. Dann fällt es mir etwas leichter, die gleich in die Box reinzustecken. So, mal gucken, ob das reicht. Werde ich gleich sehen. Verbleibt jetzt... Nee, das zeige ich euch gleich. Na, das ist einfach, wenn ich euch das gleich zeige. So, das heißt, hier auf die Außenseite mache ich meinen Tombow drauf. Schön in die Ecken rein, da muss es kleben. Das nehme ich mir jetzt und klebe das, wenn ich das so habe, klebe das hier zusammen. Das ist ja die gleiche Ecke, also die gleiche Größe. Ist nur ein bisschen tricky, das zusammenzukleben. Lege das hier aufeinander und drücke das an. Das ist ein bisschen verrutscht. So. Halte ich das nochmal einen kleinen Moment fest. Okay. So. Hier haben wir unseren Boden. Das heißt, die beiden klappe ich so übereinander. Da ziehe ich gleich einen kleinen Strich mit Tombow, dass das ein bisschen hält. Die klappe ich rüber. Und hier ist meine gesamte Klappe. Und ich habe einen schönen glatten Boden. Machen wir gleich. Dann drehe ich die mal. So. Und hier schließe ich sie. Und damit ich die ein bisschen besser aufbekomme, gibt es zwei Möglichkeiten. Ich weiß, viele machen jetzt hier außen eine Ausstanzung mit einem Kreis, damit sie hier den Deckel so hochschieben können. Ich mache das immer ein bisschen anders, weil ich ganz viel, ich habe zwar nicht sehr lange Fingernägel, aber ich habe zumindest Fingernägel, damit ich hier besser reingreifen kann, mache ich hier eine Aussparung. Das heißt, ich nehme meine 1 Zoll Kreisstanze, lege mir das hier übereinander, suche mir die Mitte und knipse hier so ein, also wirklich einen Hauch weg. So ein ganz kleines Mini-Stückchen. Und damit habe ich hier nämlich einen super Eingriff für einen Fingernagel. Aber wie gesagt, ich weiß, ganz viele machen hier vorne auch eine Ausrundung, dass sie es so anfassen können. Das bleibt jedem selbst überlassen. Jetzt klebe ich nochmal eben schnell den Boden und dann ist unsere Box auch schon fertig. Ein Klebestrich hier hin. Das setze ich gleich übereinander, sodass das gut passt. Ein bisschen Tombow hier hin. Na, klappt rüber. Und zum Schließen hier. Geht nicht ganz runter, weil hier ist ja was abgeschnitten, sonst sieht man den Tombow von der anderen Seite. So, jetzt lege ich das gut übereinander. Klappe das mal eben einmal auf, sodass ich von innen noch ein bisschen andrücken kann. Ich glaube, dann nehme ich mal lieber ein bisschen was Breiteres. Dieses Papier hier, dadurch, dass das schon embossed ist, braucht einen kleinen Moment länger, um sich mit dem Tombow richtig zu verbinden. Funktioniert, gar kein Problem, aber einen ganz kleinen Moment länger als normal. So, nochmal eben einmal schauen, das ist alles gerade. Das wird zugemacht und fertig ist unsere Box. Fehlt jetzt natürlich noch Deko. Ich würde hier jetzt keine Blume drauf machen. Ich glaube, ich würde zum passenden Anlass einen Spruch wählen und würde den hier oben ransetzen. Und dann wäre meine Box fertig. Eventuell auch noch... Nee, das wäre mir, glaube ich, zu viel. Das DSP gibt echt schon genug her. Da würde ich gar nicht weiter was mitmachen. Aber da seid ihr, was Deko angeht, natürlich völlig frei. Es gibt tausend und wenn nicht mehr Möglichkeiten, die Deko anzubringen. Seid kreativ. Macht das so, wie ihr das am liebsten habt, mit den Materialien, die ihr auch zur Verfügung habt.
Ich hoffe, diese Diamantbox, auch wenn sie erstmal super, super schwierig aussieht, so schwer ist es gar nicht, wenn man diese Schnittmuster quasi hat. Ich hoffe, ihr kriegt das gut hin. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß dabei, das nachzuwerkeln. Und ja, Homepage habe ich euch eingeblendet. Link werde ich mit reinsetzen. Dann würde ich sagen, ganz viel Spaß und eventuell sehen wir uns morgen zur nächsten Box. Bis dahin. Ciao, ciao.